Traumfänger sind alte indianische Kulturgegenstände, mit denen böse Träume eingefangen werden können. Ganze 20 Stück davon sind in Red Dead Redemption 2 versteckt. Habt ihr alle eingesackt, wartet eine uralte Pfeilspitze auf euch, die bei Benutzung des Bogens eure Ausdauer verdoppelt. Doch Achtung! Wie bei fast allen Red Dead Guides kann es im Video zwangsweise zu Spoilern kommen. Den ersten Traumfänger findet ihr nördlich zwischen Grizzlies East und Annisburg, genau links von The Loft. Reitet am Feuer und dem Holzturm links vorbei. Abseits des Weges findet ihr dann einen toten Baum, an dem der indianische Schmuck hängt. Den zweiten Traumfänger findet ihr auf der linken Seite des Schriftzuges Roanoke, zwischen den Buchstaben N und O, westlich der Deer Cottage. Reitet durch den Wald und über den Fluss. Dort werdet ihr abseits des Weges fündig. Der dritte Traumfänger ist auf der Map sehr leicht zu finden, denn er liegt genau zwischen dem N und E von Annisburg. Er hängt am großen Baum direkt an der Wegkreuzung. Und auch der vierte Traumfänger liegt am Annisburg-Schriftzug, und zwar genau unter dem Buchstaben U. Reitet vom Weg ab durch das Gebüsch, um an einen toten Baum zu stoßen, an dem der Schmuck hängt. Für den fünften Traumfänger müsst ihr unter Annisburg nach Süden reiten. Er hängt an einem der bewachsenen Bäume und ist leicht zu übersehen. Traumfänger Nummer 6 liegt direkt unter dem Elysian Pool und neben dem E von Hannover. Reitet über die Hängebrücke und dann rechts abseits des Weges. Traumfänger 7 liegt genau im O des Hannover-Schriftzugs. Biegt nach links vom Weg ab und ihr findet ihn am Baum in der Nähe der Zuggleise. Zwischen dem A und N von Hannover, südlich des Heartland Overflow, befindet sich Traumfänger 8. Ganz in der Nähe der Emerald Ranch. Reitet rechts vom Weg ab und direkt darauf zu stoßen. Nicht weit entfernt, südlich der Emerald Ranch und Station, befindet sich der 9. Traumfänger. Reitet abseits des Weges auf den riesigen Baum zu. Er ist nicht zu übersehen. Traumfänger 10 findet ihr über dem B von Bluewater Marsh. Bleibt auf dem Weg und reitet rechts ab, sobald ihr eine kleine Brücke seht. Dort findet ihr zu eurer Linken den Baum, an dem der Traumfänger hängt. Die Hälfte ist geschafft. Links vom Bluewater Marsh über Lonnies Shack befindet sich Traumfänger Nummer 11. Folgt der Straße und biegt dann rechts ab. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Genau auf der Spitze des Ends des Heartland-Schriftzugs befindet sich der 12. Traumfänger. Folgt einfach dem Pfad und steuert dann auf den einzigen Baum in der Gegend zu. Traumfänger 13 befindet sich östlich von Valentine, genau über Citadel Rock. Reitet an den Bahngleisen entlang, so dass sie links von euch liegen. Hinter der Brücke befindet sich der Schmuck an einer Fichte. Nordöstlich von Valentine, zwischen dem N und E von New Hannover, finden wir den 14. Traumfänger. Reitet so, dass die Gleise links von euch sind und biegt an dem toten Baum rechts ab. Dort hängt er gut versteckt zwischen den Gestrüpp. Zwischen dem Dakota River und der Flatneck Station finden wir den 15. Traumfänger. Wir müssen diesmal nicht querfeldein, sondern einfach nur dem Fluss an der rechten Seite folgen und bei der ersten Gelegenheit links abbiegen. Traumfänger 16 befindet sich in der Nähe der Kreuzung, links von Caliban Seat. Reitet einfach so, dass der Fluss zu eurer Linken ist. Kurz vor dem großen Felsen reitet ihr rechts ab ins Baumgestrüpp. Benutzt euer Eagle Eye, denn der Traumfänger ist gut versteckt. Unter dem E von Valentine, direkt auf dem N von Lucky's Cabin, befindet sich der 17. Traumfänger.
reitet über die Brücke, bleibt eine Weile auf dem Weg und biegt dann nach links ab. Dort hängt er an einem abgestorbenen Baum. Unter dem Grizzlies West Schriftzug bzw. unter dem S von West befindet sich Traumfänger 18. Reitet den Bergpfad nach oben und biegt rechts ab. Der große abgestorbene Baum ist der, den ihr sucht. Bei Traumfänger 19 müsst ihr genau hinschauen. Er liegt links von Cumberland Forest und rechts von Grizzlies West, leicht nördlich. Reitet den Pfad entlang und biegt nach dem abgestorbenen Baumstumpf links ab. Noch einer, dann haben wir es fast geschafft. Rechts neben dem Kotora Springs Schriftzug befindet sich der 20. und letzte Traumfänger. Reitet an den heißen Quellen vorbei. Dort findet ihr in der Nähe der Gleise den Baum, an dem er hängt. Da ihr nun alle Locations beisammen habt, zeichnet ihr automatisch die Standorte in euer Büchlein ein. Das Ganze ergibt ein neues Muster, welches wie ein Büffel aussieht. Dort im Auge befindet sich der Ort, an dem wir unsere Belohnung abholen können. Reitet nun zum Elysian Pool und markiert den Wasserfall im Norden des Sees. Macht jedoch nicht den gleichen Fehler wie ich und versucht von oben heranzukommen. Hinter dem stürzenden Wasser befindet sich ein geheimer Eingang, dem ihr zu einer großen Höhle folgt. Auf der rechten oberen Seite könnt ihr Wandmalereien sehen. Dort liegt in einer Ausbuchtung eine uralte Pfeilspitze. Sammelt sie auf! Nun steigt eure Ausdauer bei der Benutzung des Bogens um das Doppelte. Probiert es doch am besten gleich aus! Ich wünsche euch viel Spaß beim Jagen. Weidmanns Heil und ich sehe euch im nächsten Video.